Wenn man einen faulen Apfel in einem Früchtenkorb hat, dann muss der raus, weil sonst wird am Schluss alles faulen. Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Episode «Manage Differently» mit dem Nummer 14, wo ich über den Teambuilding-Prozess reden möchte. Warum ist aus meiner Sicht ein wichtiges Thema? Weil ich in vielen Unternehmen, aber auch in Projekten sehe, dass man dem Teambuilding-Prozess viel zu wenig Zeit einräumt. Und ich habe jetzt vor kurzem ein neues Projekt übernommen. Und wenn ich als externer Projektleiter in ein neues Team reinkomme oder man in einem Projekt auch neue Leute zusammenbringt, die nachher zusammen an einem Thema arbeiten sollen, dann läuft man dort den Prozess. Um was geht es genau? Wir reden grundsätzlich von vier Phasen, wo das ganze Team durchläuft. Die Phasen heissen Forming, Storming, Norming und Performing. Man hört in diesen Namen eigentlich schon ein bisschen daraus heraus, um was geht es eigentlich da drin. Also anfangen tut eigentlich das Ganze mit der Forming-Phase. Da geht es darum, so ein bisschen sich lernen zu kennen. Man tut erste Ziele, erste Regeln definieren, wie will man zusammen arbeiten. Und jedes Teammitglied bekommt so eine Aufgabe zugeteilt. Und das ist noch nicht ganz klar, wer hat jetzt welche Rolle im Projekt oder wenn man eher führungsstarke Personen hat oder die vielleicht ein bisschen mehr Führung übernehmen für gewisse Themen und solche, die vielleicht weniger übernehmen wollen. Also das ist so eine Findungsphase, wo stehen wir eigentlich. Und wenn man dann in die zweite Phase hineingeht, das ist die Storming-Phase, werden viele Unstimmigkeiten sichtbar. Auch Prioritäten, schaffen wir im Richtigen, schaffen wir richtig, geht es in die richtige Richtung und so weiter und so fort. Und es kommt auch zu Machtkämpfen, also wer hat eben welche Führungsrolle, wer ist jetzt in einem Thema besser als der andere. Da gibt es also Beispiele, oder, vor allem in der IT, oder, ist jetzt meine Lösung besser als seine Lösung, ist der Ansatz, wie man Sachen dokumentiert, ist meine besser als Projektleiter oder ist es dem anderen sein Ansatz besser? Also das sind halt einfach wirklich Konflikte, die man muss austragen muss. Und das kann im schlimmsten Fall sehr feindselig passieren, oder? Dass man lang wirklich ein Baby slitt. Oder es kann in einem guten Austausch stattfinden. Aber es ist halt einfach die Phase, wo am meisten Konflikte entstehen können. Die nächste Phase ist die Norming-Phase. Und dort werden eben, wie die Phase selber schon heisst, Normen ausgehandelt, Regeln ausgehandelt. Wie tut man miteinander arbeiten? Die Kooperation ist viel stärker. Es ist tendenziell eher wieder eine wohlwollendere Stimmung im Team. Und sie tun sich auch viel stärker wieder der eigentlichen Aufgabe widmen. Also man tut sich weniger mit sich selber beschäftigen, was man in der Storming-Phase gemacht hat, sondern man tut sich wieder mehr auf die Aufgabe selber konzentrieren. Und die letzte Phase ist nachher die Performing-Phase, also wo das Team wirklich performant wird und miteinander arbeiten kann und eigentlich Vollgas geben. Also es ist klar, wer hat welche Rolle im Team. Es ist eine Atmosphäre von der Anerkennung, Akzeptanz und Wertschätzung und Teammitglieder arbeiten auch gerne miteinander. Oder da geht der eine für den anderen, man bleibt vielleicht auch mal länger hocken und tut noch etwas fertig machen. Und es gibt auch mehr so ein Teamgefüge. Und jetzt ist das natürlich sehr viel Theorie und alles klingt gut und ja, wir laufen doch die Phasen und nachher sind wir alle happy und kommen in eine Performing-Phase. Es ist aber so, dass man vielfach vergisst, dass eigentlich kleinste Änderungen das Team wieder in so eine Phase zurückwerfen kann. Also nehmen wir jetzt mal an, wir sind in der Norming-Phase und dann fängt irgendein Teammitglied raus, dass man etwas, was man anwendet,
nicht so gut ist oder es ist überhaupt nicht einverstanden, hat sich oder auch missverstanden gefühlt. Und dann fängt die Diskussion wieder von vorne an. Dann ist man wieder in einer Storming-Phase, man tut sich wieder mit sich selber beschäftigen. Und der Loop kann mehrmals stattfinden. Also es ist nicht einfach, dass man zuerst eine Phase abschließt, dann kommt man in die andere und dann am Schluss ist man in der Performing-Phase und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist ein Zyklus, der bei jeder Änderung immer wieder durchlaufen wird. Und das kann schneller gehen und das kann langsamer gehen. Meine Erfahrungen und seit ihr, ich habe dort zwei, drei Mal wirklich grosse Fehler gemacht, weil ich einfach dem Prozess nicht die Zeit gegeben habe, die er gebraucht hat. Konkrete Beispiele sind da in einem Projekt, ist es so gewesen, dass wir das Gefühl hatten, je mehr Leute, desto besser. Oder es ist, ich glaube, mal so der klassische Managementfehler und ich bin auch in den reingeschalpert, dass man sagt, okay, wir haben so einen riesigen Berg an Arbeit, dieser Berg kann von viel mehr Leuten schneller abgearbeitet werden als mit den Leuten, die wir haben. Und wenn man in einem Umfeld tätig ist, wo ein hoher Komplexitätsgrad herrscht, ist das einfach falsch. Ich meine, man kann sich das so vorstellen, man hat einen Gang, der 1 Meter breit ist und wir müssen durch diesen Gang 40 Kilo Säck Reis tragen. Und wir haben 1000 Säck, wo wir müssen durch den Gang durchschleifen. Und fangen wir an mit einer Person und nehmen mal an, der Gang wäre 50 Meter lang. Und eine Person wird natürlich 100 Meter zurücklegen, für einen Sack abzuliefern. Und jetzt kommt man her und sagt, hey komm, wir nehmen 2. Okay, dann können 2 Leute 2 Säcke, 3 Leute 3 Säcke, 4 Leute 4 Säcke und so weiter und so fort. Und irgendwann ist, kommen die Leute nicht mehr nebeneinander durch, weil wenn wir irgendwie 25 Leute haben, dann stehen sie sich, wenn der Gang nur 1 Meter breit ist, dann sind sie sich irgendwann im Weg. Also die zurücklaufen, müssen sich irgendwie verbiegen. Und die Sack Reis hinterher tragen, die müssen schauen, dass sie an denen vorbeikommen, die ihnen entgegenkommen. Und dann macht man eine Kette und dann wird es einfach schwieriger und schwieriger. Und wenn man nachher 100 Leute hat, dann stehen ein paar rum und haben nichts zu tun und sind auch frustriert. Also das ist so der Managementfehler, wo man vor allem mit der IT macht, dass man sagt, mehr Leute können mehr Probleme auf einmal lösen. Und das ist der Fehler, den ich auch gemacht habe. Kommen wir zurück zum Thema. Am Schluss haben wir irgendwie 17 Software-Ingenieure gehabt und wir haben jede Woche wieder einen neuen eingeführt. Und am Schluss war es so, dass das Team eigentlich nie in eine Performing-Phase reingekommen, weil jedes Mal, als ein neuer Entwickler reingekommen ist, hat einer, der sich um das Team kümmern oder um die Lösung kümmern, hat sich um einen neuen kümmern. Der Neue hat wieder lernen, wie arbeiten die anderen, hat vielleicht wieder neue Inputs gebracht, wie man vielleicht gewisse Sachen anders oder besser machen könnte oder vielleicht auch schlechter. Im Team hat es wieder für Unruhe geführt. Also am Schluss haben wir eigentlich verursacht, dass sich das Team nur noch mit sich selbst beschäftigt hat und gar nicht mehr Software geliefert hat. Also das ist wirklich ein riesen Fehler gewesen. Und nach ein paar Wochen beziehungsweise Monat haben wir die Reissleine gezogen und gesagt, jetzt schmeißen wir einfach die Hälfte raus. Zum Glück war das externe, wie ich das auch bin. Oder kann man das einfacher machen, dass man sagt, okay, das Engagement endet, weil das führt zu nie her. Und nachher haben wir ein kleineres, kompaktes Team gehabt. Man hat auch viel mehr Leute internalisiert, also dass auch die Identifikation mit der Unternehmung stärker stattfindet. Und nachher haben wir wirklich mit diesem Team können durch die Phasen durchgehen und am Schluss war es ein Hochperformance-Team gewesen, oder? Aber das war für mich eine riesige Lesson learned gewesen, dass ich nicht mehr Leute lösen mein Problem, sondern in der Regel sind es weniger, aber ein Team, das wirklich richtig performt. Das zweite Beispiel, das sehr schlecht ist gelaufen, ich habe vor einigen Jahren ein Projekt übernommen, schon ein Relaunch gewesen von einer grösseren Webseite. Und das Projekt ist in Flammen gestanden. Also alles hat brennt. Wirklich alles. Und es ist einfach darum gegangen, man muss das Projekt irgendwie noch retten.
Sonst verlieren gewisse Manager ihr Gesicht und es wird einfach hässlich. Und da hat man mich reingesteckt und gesagt, ich kann regelmäßig aufräumen, was ich dann auch gemacht habe. Aber was ich dort festgestellt habe, ist, ich war an den Daily Stand-Ups dabei gewesen, einfach damit ich so ein bisschen mitbekomme, was läuft eigentlich. Und dann habe ich den Backlog angeschaut, was passiert dort und so. Und das hat mich nicht einmal so schlecht gedacht. Also eigentlich noch gut. Und ich habe irgendwie können nachvollziehen, was ist hier falsch, dass wir nicht vom Fleck kommen. Und ich glaube, es war in der dritten oder in der vierten Woche gewesen, gehe ich in ein Daily Stand-Up und dann hat es auf einmal andere Leute da. Und ich schaue so um und denke, ich weiß nicht, sind es jetzt die Lehrlinge, die sie kommen? Oder was ist jetzt das? Und ich habe mal einfach keine Frage gestellt. Ich habe das passiert, das Daily Stand-Up ist durchgegangen. Und nachher bin ich zu meinem damaligen Requirements-Ingenieur und habe gesagt, du, was läuft da? Wer sind das? Da die zwei oder drei? Ich weiß auch nicht, wie viele das waren, vielleicht waren es sogar vier. Wer ist das? Was machen die? Und dann sagt er mir, das sind die Neuen. Dann habe ich gesagt, ja, aber was die Neuen? Er sagt, ja, das sind die vier neuen Entwickler, die sie kommen. Und in sechs Wochen bekommen wir nochmal neue. Dann habe ich gesagt, also heisst das, wir bekommen alle sechs Wochen neue Entwickler von einem Lieferant ausgewechselt. Und dann sagt er, ja, das ist der Deal, den man mit diesem Lieferant gemacht hat. Und der Deal war der, weil man sich keine Senioren Softwareentwickler konnte leisten, weil die einfach vom Tagessatz nicht in der Norm waren von dieser Firma, wo ich dann zumal angestellt war, hat man Juniors genommen und die hat man einfach alle sechs Wochen ausgewechselt. Also das heisst, das Team war eigentlich alle sechs Wochen komplett neu gewesen. Und was passiert ist, ist natürlich, dass die drei bis vier oder bis fünf Softwareentwickler, die neu sind, die haben natürlich immer wieder alles in Frage gestellt. Also die haben das Teamkonstrukt immer wieder in Frage gestellt. Also wenn man, ich sage jetzt mal, wenn das Team nach sechs Wochen irgendwo langsam an der Performing-Grenze gekratzt hat, ist alles über den Haufen geworfen worden und man hat wieder von vorne angefangen. Und das war fatal gewesen, oder? Und das war das erste Mal gewesen, wo ich richtig hart in einem Steering-Komitee das musste eskalieren und sagen, das ist jetzt fertig, das machen wir nicht mehr. Und das hat man nachher auch so gemacht und am Schluss ist das Projekt zum Erfolg geworden. Das war einer der wichtigen Erfolgsfaktoren, dass man das Projekt überhaupt abschließen kann. Anders wäre das unmöglich gegangen. Also es waren jetzt zwei schlechte Beispiele aus meinem Erfahrungsschatz. Also einer bin ich selber direkt beteiligt gewesen, wo ich einfach das Gefühl hatte, mit mehr Leuten kann ich mehr Probleme lösen. Und das zweite Problem, oder der zweite Fall war der, wo mir einfach immer wieder neue Leute hat gegeben. Und das eigentlich der ganze Teambuilding-Prozess überhaupt gar nicht hat können entstehen. Und man ist immer wieder zurückgekehrt. Jetzt werde ich aber natürlich noch über ein gutes Beispiel reden. Und das war eines meiner letzten Projekte gewesen, also konkret der Relaunch von 20 Minuten. Wir haben dort mit einem sehr kleinen Team angefangen. Also wir sind, so viel ich mich mal erinnere, sind wir sechs Software-Ingenieure gewesen. Und wir haben mit dem Team zusammen gearbeitet. Also wir haben Prozesse aufgebaut, wir haben definiert, wie wir zusammen arbeiten. Wir haben Rollendefinitionen gemacht. Okay, du gehst ein bisschen mehr in Lead. Du bist verantwortlich für diese Komponenten, du bist verantwortlich für diese Komponenten. Also das Team hat sich finden und wir sind sehr schnell, weil sich halt einfach die Leute auch kennt haben und sie vor allem Vertrauen haben gewonnen, ins Management, also in mich und in andere Leute, die in diesem Team dabei waren, sind wir sehr schnell in die Performing-Phase reingekommen. Und irgendwann haben wir gemerkt, wir müssen noch zwei, drei weitere Ressourcen ins Projekt reinholen, also gesund wachsen, damit wir noch mehr erledigen können. Also nicht so wie im ersten Beispiel, wo ich vorhin gesagt habe, dass man einfach 17 Entwickler reingeknallt hat, sondern wirklich fast ein bisschen organisch wachsen, damit wir einfach das Gewicht des Projekts auf noch ein bisschen mehr Schultern verteilen können. Und wir haben das Projekt mit zwei Entwicklern erweitert. Also es waren am Schluss acht gewesen. Und wir haben noch andere Experten reingeholt, aber die waren nicht sehr stark im Entwicklungsprozess beteiligt gewesen. Aber wirklich die am Schluss wirklich die Software entwickelt haben, haben wir auf acht aufgestockt.
Und wir haben das langsam gemacht. Also wir haben zuerst einen reingeholt. Er hat sich ins Teamgefüge müssen reinfinden. Wir haben nicht mehr darüber diskutiert, ob wir richtig oder falsch arbeiten, sondern er hat sich zuerst müssen anpassen und nachher sind wir eigentlich offen für Änderungsvorschläge. Und so haben wir nachher das Team nach dies nach aufgestockt und das war wirklich eine gute Sache. Wir haben auch mit jemandem remote angefangen. Der Vorteil dort war, dass er unsere Landessprache redet. Also er wohnt zwar in Deutschland, aber redet Schweizerdeutsch. Dadurch sind schon mal kommunikative Hürden nicht entstanden. Oder wenn man muss das Team nachher von Deutsch auf Englisch wechseln, vom einen Tag auf den anderen, ist das schwieriger, als wenn man einfach zuerst mal so wie einen Test macht mit einem, der remote ist, aber immer noch die Landessprache redet. Und nachher nach diesem Aufbau. Am Schluss haben wir dann das Team auf Englisch geführt, weil wir jemanden aus Schweden haben dazu genommen, der natürlich kein Schweizerdeutsch redet. Leider. Aber wir haben nachher auf Englisch das Team so können weiterführen können und haben wirklich nach diesem das aufbauen können. Und sind das eigentlich immer von der Performing in eine Norming-Phase zurück. Und nicht bis in die Storming-Phase zurück, was der Zyklus natürlich eindeutig verschnellert hat. Das ist so ein, bisschen, ein gutes Beispiel, wo ich sage, von dem zähre ich noch heute und ich probiere wirklich eigentlich Teamveränderungen möglichst klein zu behalten, sodass man eben nicht wieder zurück bis sogar in eine Forming-Phase zurückgeht. Was ist die Konklusion dort daraus heraus, aus meiner Erfahrung, die ich gemacht habe? Ich glaube, einer der wichtigsten Faktoren ist, dass die Hektik im Teamaufbau kontraproduktiv ist. Also im ersten schlechten Beispiel, das ich erläutert habe, dort war wirklich sehr viel Hektik im Projekt drin. Man war verspätet, das Projekt war schon viel zu teuer oder man hat sehr viel Geld verlochert dort. Und ich habe mich wie in den Strom reinziehen lassen und habe nachher eigentlich nur noch gemacht, für möglichst schnell das Projekt irgendwie wieder auf die Bahn zurückzubekommen. Und das war ein falscher Entscheid. Also ich hätte dort aus externen müssen mit einer Ruhe reinkommen und dem Team mehr Zeit geben, bevor wir anfangen aufzuskalieren, wie blöd. Oder? Und dort hilft halt einfach auch der Satz, oder das Gras wächst nicht schneller, auch wenn man dran zieht. Wichtig sind ja, dass man den Prozess aktiv mitgestaltet und wirklich beobachtet. Also man muss nach am Team sein. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber das meine ich nicht so. Oder? Aber man muss schauen, geht es den Mitarbeitenden gut, fühlt sich jeder gut, performen sie, können sie ihre Arbeit erledigen, sind sie happy mit dem, was sie machen. Und das hilft natürlich im Durchschreiten von diesen Phasen. Und was dort natürlich hilft, ist, im Teambuilding-Prozess auch so gewisse Rituale zu haben. Oder? Also ihr redet jetzt nicht von einem Daily Scrum am Morgen, sondern noch vielleicht zusammen einen Kaffee nehmen, zusammen Mittag essen, einander vielleicht auf einer persönlichen Ebene lernen kennen. Das tut auch gewisse Hürden abbauen, als wenn es einfach rein geschäftlich ist. Bei Corona ist das natürlich viel schwieriger. Dann muss man vielleicht ab und zu mal das Telefon in die Finger nehmen oder mal einen Videocall machen. Oder über Slack, hey, wie geht's und so. Einfach, dass man dort gespürt. Und ich denke, Corona hat in diesem Bezug viel grössere Herausforderungen auf frische Teams ausgewirkt. Dann, was ich auch wichtig finde, ist, man muss auf die Maturität der Mitarbeitenden schauen. Also, habe ich eher Juniors, habe ich eher Seniors im Projekt? Also, ich denke, zu durchschreiten von diesen vier Phasen kann mit Seniors einfacher sein, es kann aber auch schwieriger sein, weil das sind natürlich festgefahrene Meinungen zum Teil. Oder wenn einer jahrelang mit seiner Lösung gut ist gefahren und auf einmal kommt ein anderer Senior und hat einen ganz anderen Ansatz, ist das Konfliktpotenzial eher grösser, als wenn vielleicht ein Junior einem Senior folgen kann und halt einfach das macht, was er ihm sagt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die schon häufiger auf irgendeinem Projekt gearbeitet haben und vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst wissen, okay, jetzt muss ich auch mit dem dort kehren, dass wir irgendwie einen Weg daraus finden und irgendwann sind wir nachher ein eingespieltes Team, dann könnte ich mir vorstellen, dass das bei eher maturen Rollen einfacher ist. Dann ist es
leider auch so, dass man halt einfach Querulanten, die den Teambuilding-Prozess aktiv stören oder sogar sabotieren, mit denen muss man mit dem nötigen Respekt halt einfach auch einen Weiterentwicklungsprozess starten und das ist in der Regel sich trennen. Also entweder verabschiedet man sich aus dem Projekt oder man verabschiedet sich aus der Unternehmung. Und dort sehe ich halt auch sehr viel Nachholbedarf bei gewissen Führungspositionen, dass sie halt nicht in den Konflikt gehen. Das ist ein sehr unangenehmes Gespräch, das man dort führen muss. Aber wenn man einen faulen Apfel in einem Früchtenkorb hat, dann muss der raus, weil sonst wird am Schluss alles faul. Und das ist für mich eine wichtige Metapher, oder? Dass man wirklich Leute, die halt einfach sich nicht integrieren wollen und nicht in einem Team arbeiten und ihr eigenes Ding durchziehen, die haben halt in einem Team auch nichts verloren und dann muss man den Weg auch beschreiten. Wichtig ist auch, dass man gemeinsam auf ein Ziel herarbeitet, also wo wollen wir hergehen, was wollen wir erreichen, oder? Weil wenn das Team kein Ziel hat, oder, dann ist es schwierig, sich darauf herzufokussieren, die Diskussionen in den verschiedenen Phasen zu führen. Es ist wichtig, wo wollen wir her. Und natürlich gibt es noch weitere Punkte, wo man hier aufzählen könnte. Jetzt einfach so das, was ich mir notiert habe und was aus meiner Sicht wichtig ist, habe ich hier wiedergegeben. Ich hoffe, dass ihr jetzt auch wieder in diesem Podcast etwas Spannendes habt können, daraus herausziehen und mitnehmen. Über konstruktives Feedback, ich sage es in jedem Podcast, freue ich mich natürlich. Ihr findet mich auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf YouTube, auf Vimeo. Und das wäre es für heute auch wieder gewesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Merci vielmals. Tschüss zusammen.